So, ganz woanders sind wir. Willkommen zurück zu Dishonored. Wir sind gerade anscheinend ganz woanders. Zumindest nicht mehr im Schlafen. Oder doch? Das ist so Kluffengs hier. War hier vorher schon zugemauert. Und es regnet draußen, so wie es aussieht. Und wir sind wahrscheinlich nicht. Nicht? Guck mal, da hinten schwimmt ein Wal. Und so diverse Sachen. Wie zum Beispiel Inseln und eine Boje im Wasser. Das Wasser schwebt. Das Wasser fließt nach oben. Na gut, so viel dazu. Ich mag diese Outsider-Welt übrigens. Also, Spoiler, Outsider. Ist das ein Schiff? Ach, das ist ein Schiff? Das ist tatsächlich ein Schiff. Und wir treffen. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Der hat so große Hände. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Die gängige Theorie ist übrigens, dass der Outsider ein Wal ist. Drücke einen Blitzstein lautlosen Sprung zu verführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Angst ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprung anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte eine Länge nicht erreichen. Eine blaue Pfeil würdest du hochklären, wenn du das hier erreichst. Okay. Ja, so. Weil in dieser komischen Welt hier. Fliegt ja immer irgendwo ein Wal rum, zum Beispiel da hinten. Nee, so. Hui. Oh. Runtergefallener Brief. Du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn. Toll. Sieht fast schon friedlich aus, oder? Hey, ein Pyrus Mana Elixier. Ich möchte kein Mana Elixier, danke bitte. Also das nächste coole Feature ist natürlich, dass man das Mana kurz regeneriert nach einiger Zeit, wenn man kurz wartet. Dann kann man sich quasi unendlich oft teleportieren, wenn man sich nur ein bisschen Zeit lässt. Natürlich, wenn es schnell gehen muss, dann ist das natürlich. Ist das selten für ein Bild. Oh. Achso. Wer seid ihr? Irgendwas soll ich schon mal erklären. Emily's Brief. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich nicht glauben kann. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm so schnell, du kannst. Hol mich. Wer ist das? Nach einer sehr, oh, da hinten ist ein Wal. Ein großer, großer Wal. Noch eine Truhe. Wir könnten hier natürlich auch Mana verbrauchen, durch die Gegend springen. Ach, guck mal, der Lord-Admiral. Gibt's ehrlich durch die Gegend. Lustige Türme. Weil so ein Riesenbrett hat der? Miss. Ha. Das nicht vorgreift? Oh. Oh, die armen Kerl sehen auf jeden Fall nicht gesund aus und vor allem das Vieh. Sieht auch nicht nett aus. Holger Square, wo ist das hier? Holger Square Docks. Na, da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Ist hier noch was? Nö. Das ist eine Treppe. Haben wir hier noch schwebende Lappen? Das ist auf jeden Fall ein sehr. Oh, auf dem Wal steht was drauf. Okay, 8. Ich hab wahrscheinlich meine Optik nicht da. Und unten ist der Outside, das ist ja schön. Ich lade schon lieber Treppen lang, wenn wir hier schon in dieser lustigen Traumwelt sind. Oder im Nichts. Vielleicht sollten wir auch die Gelegenheit nutzen, um jetzt hier gebührend umzusehen. Komm, Herr Schwede, könnt ihr hin? Ja. Ja, nicht. Nein, das ist nur Truhe. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies, das Herz eines lebenden Wesens.
geformt von meinen Händen. Nett. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Wenn das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt eine Rune in der Nähe ist, und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Schön. Das Ding ist, dass dieses Herz uns unfassbar viel Zeit kosten wird. Einfach nur... Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Weil das Problem ist nämlich, dass dieses Herz redet. Und da es redet, gehört es für mich zur Story. Und ach hier, so. Und Dinge, die für mich Story sind, die nehme ich natürlich mit. Nein, und Exil. Ich habe eine Schnellstartleistung drauf. Nett. Oh, ich habe ein bisschen Mana verbraucht, wenn man gerade so auf. Ist das irgendwie gibt Atom? Dies ist der Ort, wo die Jünger der schwarzen Künste ihre Macht beziehen. Ist das ein Wahlfisch? Und dieser Ort ist ihr Untergang. Toll! Beruhigend, oder? Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Okay, das haben wir schon. Und der Anfang. Ah ja. Ist hier unten noch was Schönes? Ah, ich war richtig in meiner Vermutung, dass der Ort hier leicht auf dem Kopf steht. Warte mal, das ist ein Turm, wo alle Etagen durchgeschlagen sind. Okay. Sehr beruhigend auf jeden Fall. Oh, Truhe hat mich gerade umgebracht. Nochmal Pyrus-Mann-Elixier. Jetzt geht's nicht los hier. Was ist denn für ein riesengroßes... Zeit ist hier bedeutungslos. Ja, ja. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Großartig, oder? Oh, das ist ein Artefakt. Das ist ja schön. Aber was ist das hier für ein riesengroßes vier Stoff? Amalgamus, Metall und Dings. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, um unnötige Kräfte zu erwerben. Cool! Achso, okay, das mal. Schnellere Vorbewegung über längere Distanzen. Ah ja. Achso, das kenne ich auch was. Vitalität erhöht sich. Blutdurst. Nö, Beweglichkeit. Sprung erhöht sich. Eine falsche Hand reduziert. Das klingt gut. Was? Zeit langsam? Für einen kurzen Moment. Beherrschung. Nachtsicht. Ah, die Nachtsichtfähigkeit kann ich mich nur erinnern, die war ganz praktisch. Ich finde ne, wahrzunehmen. Das klingt zum Schleichen eigentlich ganz praktisch, auf jeden Fall. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Na toll. Du kannst hier, das hätte den Schwierigkeitsgrad ändern, werden wir nicht machen. Also, obwohl es prinzipiell wahrscheinlich nicht so viel Unterschied macht, solange ich nicht gegen Leute kämpfe. Oh, wir haben ein neues Zeichen auf der Hand. Ein leichtes Lila Leuchten um unsere Hand rum. Was ist das? Mystisches Wolfshund-Artefakt? Mystisches Wolfshund-Artefakt? Warum krieg ich denn so einen Scheiß hier? Das ist wie irgendein DLC-Content, oder? Ich drücke übrigens J und es passiert nicht anders jetzt. Warum kann ich denn jetzt? Warum kann ich denn jetzt hier schon. Können wir einfach deine Fähigkeiten, ist ja schön. Gut, können wir die Dinger ausrüsten oder was? So, was haben wir denn hier? Wir können vier Stück ausrüsten. Feuerfest. Ist das schon eine Explosion mit größeren Sinn? Du hast weniger Schaden von Explosionen, du gewinnst Schwertduelle häufiger. Na toll. Das sind alles Sachen, die sich viel bringen. Mystisches Wahlartefakt? Was bringt das? Weiße Ratten greifen dich nicht an. Ich weiß nicht. Ach so, die Dinger erhöhen die Slots, die ich haben kann. Das Tagebuch der linken Gräfin? Seht's mir nach, dass ich das Ding nicht auch noch vorlese. Also, warte, wir können mal langsam. Also, wenn ihr das selber lesen wollt. Jetzt wäre die Gelegenheit. Also, ich muss aber ein bisschen zurückschauen. Die anderen Bücher waren bis jetzt alle sehr kurz. Aber das, Alter, was ist nicht los? Dauert Gerüchte und Sichtung?
Das muss auch die DLC-Kurse sein. Da kann ich mich nicht erinnern, dass es hier alles rumliegt. Also hier wird das gleiche wie eben gerade. Also das ist jetzt schön, dass wir jetzt immer das über Sexual Genres gerade wissen. Was denn? Hiram Bowers? Also anscheinend Bücher über all unsere Gegner. Das ist so viel Text gerade. Ich kann es wie folgt machen. Ist ein bisschen doof, dass ich Sexual jetzt vorgelesen habe. Weil ich könnte quasi eine Sonderfolge einlegen und einfach alle Bücher hintereinander weg vorlesen. Das mache ich, glaube ich, gleich. Das nehme ich gleich auf. Genau, dann schneide ich das Video hier ein bisschen um. Ich habe gerade, glaube ich, 8 Minuten lang gelesen. Aber genau, dann schneide ich das Video um. Also, dass es direkt Action ist. Ein bisschen ärgerlich jetzt natürlich. Ah, na gut. Also, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn das Video hier mittendrin kurz geschockt hat, dann habe ich es so gemacht. Und ich mache dann eine extra Folge mit den Lesern. Wenn es interessiert, ich lese die anderen 3 Bücher auch noch vor und dann ist gut. Kann ich hier einfach locker machen. So, aber vorher wollte ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Und zwar in diesem Ort. Aua. Das war vielleicht doch ein bisschen doll tief. Ich habe das Perk noch nicht gemacht, dass man wegen der Schaden nimmt von Höhen. Kann man das bisher noch ein bisschen was plündern? Was ist das denn eigentlich für eine Brücke? Oder ich habe doch hier irgendwo dieses Herz. Ach guck mal, hier gibt's doch direkt was. Das Wasser sieht auf jeden Fall nicht besonders vertrauenswürdig, obwohl das Wasser wahrscheinlich. Obwohl wahrscheinlich so. Und sie haben sich einen Sinn in alten Liebe. Das waren damals glücklichere Zeiten. Glücklichere Zeiten? Ach, mein Artefakt. Die Kräfte, die von Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen. Ja, ja, ja. Hier werden Geschäfte gemacht. Manchmal vom Wein getrieben. Manchmal von der Klinge eines Messers. Das Ding ist, es gibt hier Fische, die einen angreifen. Das ist total dämlich, wenn ich in die Wasser komme. Was? Welche Taste war? Ich glaube H? G? F? Ich habe keine Ahnung, welche Taste die Heiltränke sind, ne? Ja? Ja. Offensichtlich R. Ja, die Reichweite hatte ich hätte irgendwie große Erinnerung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, da sind schon die netten Fische. Also das ist quasi. Bevor die Sonne aufgeht, werfen sie ihre Opfer in den Fluss. Ob Mann oder Hund. Verschluckt sie alle. Können wir da durch das Gitter? Ich glaube nämlich irgendwie das Ja. Ich habe mich dunkel erinnert, dass man sich irgendwie durchziehen würde, wenn man wirklich wollte. Noch nicht. Wohl auch nicht. Ich möchte auf jeden Fall nichts liegen lassen, weil. Sie verdünnen den Wein mit Flusswasser. Und wenn jemand umkippt, holen sie neue Flaschen aus dem Keller. Aha. Ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Du musst stark sein. Auch in deinem Herzen. Aha. Sie standen in einem Kreis um die Kerzen und rissen sich die Hände, um ihren Pakt zu besiegen. Das Blut zischte, als es in die Flammen tropfte. Hm. Dann komme ich nicht irgendwie durch. Also, jetzt könnte man sich irgendwie durch. Ah, warte mal. Aha, ein kleines Loch reicht mir aus. Die Verschwörer haben hier eine sichere Lage gefunden. Sie achten sehr darauf, dass ihnen niemand folgt. Kann man irgendwie nachvollziehen, oder? Meine Verschwörung? Sie süßen das Bier hier mit Honig, um den Geschmack des Flusswassers zu übertünchen. Hat man das Wasser nicht wissen vorher filtern können? Die nüchternen Flüstern. Die betrogenen Gröll. Hier wurde Vermögen gewonnen. Hier fand Leben ihr Ende. Wie viel Text das Ding aber nur hat. Haben wir so gesagt. Verdammt. Der alte Mann beanspruchte eine dunkle Ecke und trank sich besinnungslos. Die Hunde waren die Ersten, die fallen. Nett. Sie verbrennen die Wale. Das wird sie anscheinend nicht gut. Eine Alternative. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wurde übel, wenn Sie mich nur daran erinnern zu versuchen. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für Sie zurückgelassen. Aber ich vermute, dass die Ratten werden als Fetzen, bevor wir zurückkehren. Leben Sie wohl. Okay. Jetzt sind wir durch. Seid ihr die Ergebnisse der Arbeit zurück in den Keller zurückgelassen? Das Gitter kommen wir leider nicht durch. Ich würde hier gerne irgendwie noch.
Das gibt's ja einfach nicht. Eigentlich recht enttäuschend, einfach nur eine Notiz. Bin ich jetzt zu doof? Das sind natürlich die erwähnten Notizen. Vor allem, Hauptsache hier unten gibt's eine Lampe. Und wo musst du ihren Strom beziehen, ne? Hä? Na, sonst gibt's ja anscheinend nichts. Das ist schade, ich habe ja nicht gedacht, hier unten könnte ich noch was rausholen, aber. Anscheinend ja nicht. Naja. Okay, das ist ein Schlüssel, haben wir nicht? Wisst du nicht, wo er herkommen soll? Ach mal, ich kann natürlich das Tor einfach hochrollen, oder? Da hinten war ich auch schon. Dann haben wir alles. Verdammt! So. Wie gesagt, ich bin, müssen wir mit den Büchern noch zurückziehen. Also ich bin immer noch der Fest. Oh Mann, ach, lass mich nur. Ach, das ist so dämlich. Oh, oh. Na gut, dass ich normalerweise wahrscheinlich keine Heiltränke brauchen würde, oder? Ehrlich zu sagen? Ich hoffe, Sie haben sich erholt. Der Admiral plant kühne Dinge mit Ihnen, doch nur er kennt die Details. Naja, bestimmt. Die alle recht ausrasten, wenn ich hier anfange, mich durch die Gegend zu teleportieren. Bin. Aber die Leute können mir auch noch was anhören, oder? Warte mal, Sam. Was für Gelächter. Und sie haben sich eingesehen in die alten Liebe. Das waren damals glücklichere Zeiten. Bestimmt. Samuel Beach wurde zu sehen, eine hoffnungslose Liebe zu vergessen. Er hatte Erfolg. Immerhin. Der Bootsmann hat ein gutes Herz und respektiert dich. Also das Herz redet uns direkt an, ne? Und es kennt Dinge. Samuel ist ein einfacher Mann. Aber er kennt den Rhein-Haven und seine Motiven. Bis hin zur kleinsten Mündung. Schön. Er trägt viel nach. Manche von der Spucke der Flusskirche. Andere von den namenlosen Monstern aus den Tiefen des Meeres. Das können wir jetzt für jeden Charakter machen. Samuel war einst begierig, die Seemannsgeschichten von Havelock zu hören. Aber vielleicht ist der Admiral nicht der, den er erwartet hatte. Samuel Beach wurde zu sehen, um eine hoffnungslose Liebe zu vergessen. Er hatte Erfolg. Großartig, oder? Wie noch? Lebt ein Teil der Seele im Herzen? Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz mit Hilfe von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Aha. Der Audiograph ist aber neu, der stand vorher woanders rum. Also, das ist nicht da. Wo ist Piero? Da. Mann, ach, verflucht, hab ich verklickt. Piero ist zum Nirgendwo? Die Tür zum Nirgendwo hat sich als Sicherheitsrisiko herausgestellt, aber für mich ist dieses Projekt eine unendliche Quelle der Inspiration. Mit der richtigen Energie daran angelegt, kann ich den Türraum in eine Art Fenster verwandeln, das glaube ich jedenfalls. Das wird ein Reisen erlauben, die Distanz zwischen meinem Labor und einem beliebigen weit entfernten Punkt mit einem einzelnen Schritt zu überbrücken. Derzeit führt dieser Schritt zu einem senkrechten Sturz nach unten, direkt in den Hof, aber im Laufe der Zeit wird die Tür Entfernung überbrücken, die man kaum begreifen kann. Solche Ergebnisse liegen noch viele Jahre in der Zukunft, aber wenn diese solche überlebe, bin ich mir sicher, dass ich meine Arbeit von meinem Erfolg sein wird. Manchmal muss halt dann die Leute relativ nah rangehen, bis ich die Wahl fragen kann, ne? Bevor die Sonne aufgeht, werfen sie ihre Opfer in den Fluss. Hä? Ob Mann oder Hund, er verschluckt sie alle. Was ist das für ein Turm ist? Oh, Piero? Jede Nacht sucht der Outsider mit seinen schwarzen Augen Pieros Träume ein. Was ist das? Sie verdünnen den Wein. Ey, was ist denn das? Ich will doch nur was über Piero wissen. Holen Sie neue Flaschen aus dem Keller. Das ist Piero Joplin. Selbst jetzt stellt er sich die nächste Erfindung vor. Bemerkenswert. Ich wünschte, du könntest sie auch sehen. Arme Piero. Seine Elixiere haben so viele geheilt. Aber sie können nicht das Fieber seines Geistes heilen. Er ist der jüngste Absolvent der Akademie der Naturphilosophie. Sokolov wird ihn das nie vergessen. Nett. Er hat Kalista beim Baden zugesehen. Mehr als einmal. Jede Nacht sucht der Outsider seine schwarzen Augen. Der Outsider hat schwarze Augen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Wenn Sie wollen, aber er wird sich nutzen. Warum? Er sagt,
immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh, der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Ach, deswegen schläft er draußen, sondern... Das ist also, der Kapitän, Quatsch, unser Bootsfahrer Samuel, der schläft draußen in einer komischen Holzhütte. Die anderen Diener mögen sie nicht. Für den Diener endet die Arbeit niemals. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um die Schulden ihres Vaters zu tilgen. Für ihre harte Arbeit erhält sie nur wenig Lohn. Wenn sie den morgigen, freien Tag noch erlebt, wird sie von Beinen angefallen zurückgelassen werden. Sie muss nicht bedauert werden. Noch wohlgemachte Arbeit kann man stolz sein. Kein Tag vergeht, in dem sie nicht darüber nachdenkt, sich umzubringen. Diese Dinge wird schlecht behandelt, aber man kann sein Geld auf schlimmere Weise verdienen. Ihre Rückenschmerzen sind ihre ständige Begleiter. Nichts hilft. Okay. Lydia wird nicht so gemocht, wie es aussieht. Gibt es da noch eine andere? Gibt es da einen anderen Text? Ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Du musst stark sein. Auch in deinem Herzen. Wallace? Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 27. Als ich 13 Jahre alt war, starb endlich meine verhasste Stiefmutter. Und Pendleton Hall war wieder friedlich. Auch wenn mein Vater zu diesem Zeitpunkt unter schweren Depressionen litt. In dieser heiklen Zeit trat Waverly Boyle in mein Leben. Sie, die mir noch ein Quell vieler zarter Erinnerungen sein wird. Aha. Er spioniert seinen Nachbarn nach und erstattet den Aufsehenbericht. Nett. Er ist nach einem langen Arbeitstag hier nach Hause zu seiner Familie zurück. Er ist stets sehr gut. Auch wenn seine Frau und Kinder immer dünner werden. Einfache Leute sind die gläubigsten Anhänger des Ordens. Also, die so alles über jede beliebige Person erfährt, ne? Also, wir kommen ja nicht mal bis zum nächsten Dialog, weil wir nur daran damit beschäftigt sind, welche Leute auszuräuchen. Gibt's nie rein, ja. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Schatten der Bittler lief. Ich fand meinen Weg im flackernden Licht des erstehenden Feuers und sah bei der Arbeit eine große Nadel huschte in ihrer Hand umher und folgte genau esoterischen Mustern, Knoten, Schlaufen der Schneiderkunst längst vergangener Tage. Während sie die Nadel führte, verkrampfte und schüttelte sich sein Körper und brachte den Holzschiff zum Schwingen. Eine morbide Faszination zog mich näher zum Tisch, bis sie mir ein ausdruckslosen Gesicht zuwandte, während sie mit der Nadel mit seinen Fleischen hielte. Mit vornehmer Stimme hob sie an: Du bist also die Geliebte, nehme ich an. Auch du warst treulos und jetzt ist deine Stunde gekommen, wiederhergestellt zu werden. Gegen Prinz Tyvia? Oh, das ist mir schwer so lang. Das ist gut. Ich mag Erzählung eines Walfingers? Och. Also wir kommen hier nicht raus, ne? Wenn wir hier... Versuchen Sie nicht... Allein der weißen Klippe? Okay, wir müssen das mal ein bisschen beschränken mit dem Bücher. Das geht also nicht weiter. Also wie gesagt, ich mache gleich noch eine extra Folge, wo ich mir einfach die ganzen Charaktere vorlese, weil ich das finde ich wichtig, über die Leute was vorzulesen, damit man weiß, wer die sind. Aber den Rest lassen wir mal. Südi, das sollte jetzt grob passen, wenn ich das jetzt zusammenschneide, dass wir jetzt wieder eine komplette Folge haben. Sie schnappten in einen Kreis um die Kerzen und ritzen sich die Hände. Guten Tag, Meister Corvo. Das Blut zischte, als sie die Flammen tropfte. Sie verbirgt ihre Hände. Sie sind rau und von der Wäscherei vernarrt. Die gewöhnliche Frau, sie fürchtet den Orden und die Seuche. Toll! Die Verschwörer haben hier eine Sicherheit. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, das Ordner. Wir sind gleich die Sonderfolge.